Hallo, hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hergefunden habt. Wie ihr ja wisst, geht es jetzt um ein neues Projekt. Und zwar, ich habe mal was bei Temu bestellt. Und ja, das ist eine längere Geschichte. Also erstmal, die Lieferzeit war eigentlich ziemlich schnell. Normalerweise, wenn ihr in China was bestellt in irgendeinem Shop, da wartet ihr ja teilweise Monate drauf. Bei Temu hat es gerade mal 10 Tage gedauert. Keine Ahnung, wie die das machen. Und dann kam dann das Paket. Da habe ich es mit kurzer Beschreibung, was drin ist. Dazu kommen wir aber später. Und zwar, es geht um Autoradios. Ja, und was sonst bei mir? Ich habe mir mal ein Autoradio bestellt. Das kostet ja so etwa 50 Euro rum. Der Preis ändert sich eigentlich täglich. Was kam? Ja, eigentlich genau das, was ich bestellt habe, nämlich ein Autoradio. Und in diesem Video werde ich dieses Autoradio mal einbauen. Natürlich unter entsprechendem Vorbehalt. Hat sie mich schon einer Sorgen gemacht in den Kommentaren der Ankündigung von dieser Videoserie. Hat gemeint, er wird sowas nicht einbauen, da hätte er viel zu viel Angst, dass ich das Auto abfackele. Wird nicht passieren, keine Angst. Alles abgesichert. Ein Steuergerät kommt auch nicht zum Tragen. Einfach nur die Versorgungsspannung, die Lautsprecher und das war's auch schon. Natürlich noch eine Antenne. Das Radio hat kein DAB. Ich will mal jetzt zum ersten Mal wohlgemerkt auf die Beschreibung schauen hier vorne und dann mal sehen, was draufsteht. Ob überhaupt was draufsteht. So. Ihr seht jetzt das Etikett vor euch. Ihr könnt ja mal mitlesen. Also Modell 7041C. Eingangsspannung 12 Volt, 5 Watt. Hier steht die Größe. Es sind 178 x 50 mm. Output Power, ob das stimmt, ist fraglich, 45 Watt. Das Ganze kommt von einer Firma in Shenzhen, in China. Sogar die Adresse dieser Firma steht drauf. Und das Ganze kam dann eigentlich aus Deutschland. Von einer Firma aus Neumarkt. Die Adresse ist jetzt egal. Ja, hergestellt in China. Das ist schon alles, was draufsteht. Und jetzt packen wir das Ding mal aus. So, recht kompakt. Ich habe es gestern ja schon im Auto, habe ich ja schon mal kurz gezeigt. Für diejenigen, die es nicht gesehen habt, schaut euch die beiden Short-Videos mal an. Eigentlich sind es ja drei. So, ich versuche sie mal hier im Abspann bzw. in der Videobeschreibung zu verlinken. Nicht zu glauben, ist eine Anleitung dabei. Zwei offene DIN-Stecker und sogar noch eine Fernbedienung. War ja noch eine, die so dabei liegt hier. Das ist diese. Dieses ist auch eine Fernbedienung, eine universelle, die man ans Lenkrad befestigen kann und dann vom Lenkrad aus das Ganze bedienen soll. Ist mir zu kompliziert, lasse ich weg. Passt auch nicht an mein Lenkrad. Da ist ja so ein Gummi dran, mit dem man das festschneiden kann. Das ist zu kompliziert, aber schön, dass es beiliegt. So, jetzt die Hauptsache. Das Radio und das ist schon alles. Mal schauen, mal unter die da was drunter ist. Nein, also weg. So, hier ist das Radio. Das schauen wir uns jetzt mal an. Mal sehen, was es so für einen Eindruck macht, bevor wir es ins Auto einbauen. So, ist eine Folie vorn drauf. Das ist schon mal gut. Das sind keine Kratzer. Schauen wir mal vorsichtig dahinter. Nein, Display ist jungfräulich. Ja, sieht von vorne recht gefällig aus. Ach ja, einer hat bereits gemerkt, das ist doch niemals ein Ein-DIN-Radio. Doch. Seht ihr? Und da ist auch der DIN-Schacht dabei. Den kann ich jetzt, ja, den kann man ja mit den Fingern kann man ablösen. Mache ich jetzt nicht, lasse ich dran. Ob ein oder zwei DIN, sagt ja hier nur die Größe des Gehäuses aus. Das ist ein DIN. Wenn es genauso hoch wäre wie vorne das Display, zwei DIN. Hier ist Wiring-Diagramm, also die Belegung, der Belegungsplan, das ist viel wert. Ist vielleicht auch in der Anleitung noch drin.
weil es ist ein bisschen doof, weil wenn ich das Radio einbaue, kann ich ja nicht nachmessen, beziehungsweise man sollte vorher überprüfen, ob es passt. Was ich ein bisschen komisch finde, hier auf der Rückseite sind Löcher. Das ist für Antennen wahrscheinlich. Ich denke mal, dass es irgendwo auf der Welt dieses Gerät noch mit DAB und GPS gibt. Und wahrscheinlich auch mit einem USB-Anschluss. Hier ist nämlich auch nichts drin, ist nur ein Loch. Das ist die UKW-Antenne. Da müsste ich nachsehen, das sind ein Ausgänge. Einer ist für die Rückfahrkamera. Und hier ist ein Mikrofonanschluss. Das Ganze ist ziemlich unsauber gefertigt. Das seht ihr ja selber, wie diese Platte aussieht. Die ist aus Aluminium. Das hat ein bisschen Gewicht, also ist schon was drin. Ich werde den Einbaurahmen drinnen lassen, denn ich werde es nicht fest einbauen. Denn wenn dieser Test beendet ist, kommt es raus. Und dann werde ich wieder mein Originalradio einbauen. Vielleicht kommt dann sogar noch eins. Wer weiß. Mal sehen, wie dieses Video ankommt. Hier ist ein Gewinde, sehe ich drin. Das ist total verballert. Ah nee, stopp. Ich nehme alles zurück. Da ist ja auch eine Folie drauf. Seht ihr es? Ich kann jetzt hier in meinen tollen Fingern... Doch, es geht. Es geht. So, komm, rapp. Ab. Ja, darunter ist die Folie, also das Gehäuse einwandfrei. Gut verarbeitet. Schauen wir mal, ich habe so ungefähr die Belege im Kopf. Interessiert mich jetzt ja nur die Spannungsversorgung. Also die obere ist für die Lautsprecher. Ah, hier haben wir die Antenne, das stimmt. Ignition Switch, also das ist der ACC. Der vom Zündschluss, das ist Zündschluss, der rot, das ist natürlich toll. Da muss man also noch die Adapter einstecken, obwohl ich eigentlich direkt diese Stecker einstecken könnte bei mir in das Gerät. Das werde ich also ausprobieren müssen. Ah, hier haben wir auch die Belegung von diesen Buchsen. Audio Output, Output, das sind die beiden rechts und links. Video Output 1 ist C, C ist der hier. Ah, Rearview, das ist also die Rückfahrkamera, das ist auf F, das ist der. Bei dem Xomax war es auch ähnlich beschriftet, da war es dann immer genau umgekehrt. Mal sehen, ob es hier stimmt. Radioantenne ist auch okay. Ja, was ist jetzt B? Ah, das ist der Audio, das ist rechts. D, ah, das ist dieser. Also das Ding hat zwei Videoausgänge. Also das sind diese beiden. Das hier ist die Kamera und das hier. Das ist F. Ne, das ist die Kamera. Und das hier, das soll ein E sein, muss man dran schreiben. Das ist der zweite Videoausgang. So, also Kamera. Zweiter Video, nee, Herrgott. Videoausgang 1. Ah, das hier ist E, ist noch Video Input. Das ist der hier, das ist E. Also Kamera, Video Input und die beiden Videoausgänge und ein Audioausgang. Ganz einfach. So, ansonsten gibt es hier nichts mehr. Ich werde aber, bevor ich es anschließe, natürlich die Belege überprüfen. Nachzumessen gibt es da ja wohl nichts, außer die Masse. Die muss natürlich eine Verbindung zum Gehäuse haben. Da gehen wir mal auf die Vorderseite. Ja, die Folie soll jetzt mal nicht stören, die mache ich am Schluss ab. Was haben wir hier vorne? Hier vorne ist ein SD-Card, also Micro-SD-Card-Slot. Das ist sehr löblich. Hier haben wir einen Ladeanschluss, das ist ein Micro-USB. Ne, kein Micro. Oh, das ist ja, wow, sogar ein USB 3.0-Anschluss. Ein USB 2.0-Anschluss, das ist ein Datenanschluss. Steht USB dran, hier ist nur ein Zeichen. Dann haben wir hier Einschalten. Vorwärts springen, rückwärts springen, zum Beispiel von den einzelnen Titeln. Und das hier, das lässt sich drücken, ist nicht beschriftet. So ist es die Lautstärke. Oh je, der Knopf ist sehr lose, seht ihr? Mal gespannt, ob das Ding überhaupt funktioniert. Was haben wir hier noch? Das ist ein AUX-Anschluss. Das ist ein Klinkenstecker.
Und hier ist ein Reset. Das ist schon alles. Hier oben ist noch der Infrarotempfänger und noch eine Fernbedienung. Infrarotempfänger für die Fernbedienungen, die mit dabei sind. Batterien sind hier keine drin, so wie es aussieht. In der anderen. Doch, das sind Batterien. Da ist eine Knopfzelle schon drin. So, dann schauen wir mal in diese komische Anleitung, was da drin steht. So, die habe ich jetzt hier rausgeholt. Ist tatsächlich komplett in Englisch. Ne? Oder ist tatsächlich noch was Deutsches drin? Natürlich nicht, aber gut. Hier ist etwas größer nochmal aufgedruckt. Das, was auf der Rückseite des Gerätes da hinten dran aufgedruckt war, die Belegung des Steckers, kann man so wesentlich besser erkennen. Was haben wir hier? Das ist nur, ja, das ist die Beschreibung der Tasten. Schauen wir mal gerade, was der Lautstärke ist. Das ist 4. Knopfbottom. Also hier haben wir. Ah, Press Short ist Mute. Also Stummschaltung. Press Long Time is Enter into Setting of Bass, Treble and Balance. Also, man kann hier vorne, ich nehme an, wenn ich einmal drücke, ist es stumm. Wenn ich zweimal drücke, ist es Bass, Höhen, Balance und Equalizer. Also im Prinzip das, was man am häufigsten benutzt, das ist hier vorne erreichbar, ohne dass man sich mit Menüs kämpfen muss. Ich bin mal gespannt, wenn es eingebaut ist, ob die Menüs in Deutsch sind oder ob die auch in Englisch sind. Ach ja, ich lese übrigens immer Bedienungsanleitungen von hinten. Nee, Quatsch. Normalerweise lese ich sowas gar nicht. Aber ich schaue jetzt mal rein. Aha, hier stehen die Features. Und hier ist auch die Fernbedienung. Ist übrigens doch keine Batterie dabei, also keine Knopfzelle. Die muss man dann separat kaufen. Gut, braucht man nicht die Fernbedienung. Basic Operations, aha. Also hier steht die Grundfunktionen. Es lässt sich also nur die Kamera aktivieren mit dem Rückwärtsgang. Aber wie kommt er denn zum Rückwärtsgang? Ich schaue mal nochmal in die Belegung, ob da irgendein Anschluss für vorhanden ist. Guck mal, also da haben wir hier, das beginnt bei 9. Das ist hier. Ah, hier ist schon ein Anschluss, jawohl. Das ist 9. Also es ist unterteilt. Hier geht es bis 8 und dann ab 9 ist der zweite Stecker. Also 9 ist, ja, stimmt auch. Das ist, glaube ich, Gala normalerweise. Hier ist das die Kamera, Control Line. Also, wenn da ein Rückwärtsgang drin ist, habt ihr ein Kabel irgendwo an eurem Kabelbaum, das hat dann 12 Volt und das muss dann da dran, damit das Ding automatisch umschaltet in den Rückwärtsgang. Was haben wir noch? Steering Wheel Control, also das brauchen wir nicht, das ist eine Lenkradfernbedienung. Also Multifunktionslenkrad haben wir nicht. Hat mein Auto nicht. Antenne ist 11, also der Strom von der Antenne. Das muss auch angeschlossen werden. Dann haben wir, ja, das, ja. Die Handbremsleitung ist auch hier. B- heißt das, die ist negativ beschaltet. Aber ich denke, auf die können wir auch verzichten. Vielleicht kann man das ganze Menü umschalten. Das dient einfach dazu, dass er nur Videos abspielen kann, wenn die Handbremse angezogen ist. Das kann natürlich sein. Bei den meisten Autos liegt auch hier 12 Volt drauf, wenn die angezogen ist. Und hier scheint das nicht so. Da steht B- dahinter. Ja, das schauen wir nachher. Können wir nachmessen. Was haben wir noch? Memory Backup, also das ist die dauerhafte 12 Volt. Das ist auf 14, das ist, welcher ist das? Hier der. Müsste eigentlich auch stimmen. Illuminate Backlight, aber was ist das? Also das ist die Beleuchtung, also wenn das Licht eingeschaltet ist, Armaturenbrettbeleuchtung, geht auch das an. Ist auch nicht so wichtig,
Aber wenn ihr das anschließt, dann ist das Radio sogar von vorne beleuchtet, wenn es dunkel ist und ihr Licht anhabt. Ground ist B-, das ist Masse. Aber eine negative Masse gibt es nicht. Insofern wird das wahrscheinlich auch 12 Volt sein. Das müssen wir aber ausprobieren, denn nicht, dass das Auto nachher in Flammen aufgeht. Jetzt, wo wir schon beim Thema sind, ich rate übrigens jedem von euch ab, solche Experimente zu wiederholen. Ich habe eine entsprechende Ausbildung. Ich bin Radio- und Fernsehtechniker. Ich weiß, was ich darf, was ich kann, was ich mache. Und was mir zu gefährlich ist, da lasse ich einfach die Finger weg. Ich mache ja auch manche technische Videos von Autos, aber nur das, was ich mir selber zutraue. So, was haben wir hier noch? Das ist nochmal die Fernbedienung erklärt. PhoneLink, also kann man per Bluetooth das Handy verbinden. Zwei Wege Video-Output und Audio. Aha. Das Ding stinkt jetzt schon. Was haben wir hier noch? Ja, nichts Tragisches. UKW-Bereich wird 785 bis 108, das ist in Europa so üblich. SD-Karten-Slot, 1080p Videoformat, das heißt aber nicht unbedingt was. Da steht auch drin, dass man Installation nur machen soll mit jemand an der Seite, der sich damit auskennt. Nicht, dass man auf die Idee kommt, die Firma zu verklagen. Ja, das ist Standard, steht drin, es ist nicht für 24 Volt geeignet. Sonst puff. Ja, eigentlich das übliche Geblabla, was man so kennt von Anleitungen. Also ich brauche die nicht. Vielleicht für die Belegung nachher. Da gehen wir ganz entspannt dran. Mal sehen, was auf dieser komischen Fernbedienung alles drauf ist. Modus, USB, SD, Menü. Ja, eigentlich ziemlich voll. Also mit den Funktionen, die man braucht. Lässt sich recht entspannt drücken, obwohl der Punkt zu finden ist gar nicht so einfach. Also fürs Auto, naja. Braucht man ja nicht unbedingt. Vielleicht, wenn ich eine Knopfzelle finde, die passt, probieren wir es auch noch aus. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Das sind die Kabelpeitschen mit offenem Ende. Lautsprecher auf der Seite. Und die Spannungsversorgung ist auf dieser Seite. Lautsprecher holen wir vom Auto. Da kann ja nichts schief gehen. Und die hier, die nehmen wir hier und verkabeln das Ganze eventuell so. Oder ich schließe auch das vom Auto an, indem ich die Polarität genau geprüft habe. So, das war's. Jetzt geht's eigentlich ins Auto. Also, bis gleich. So, willkommen hier im Auto. Es ist zwar nicht mehr so kalt wie die Tage, aber naja, vom Frühling entfernt uns noch eine ganz schöne Zeit. Aber ganz egal, heute geht es hier um Technik und nicht um den Frühling. So, jetzt gucken wir uns mal das Radio an. Ich habe es noch verpackt. Hier steht's oder hier sitzt es, also hier ist es und ja, überhaupt bla bla. Und da soll es rein. Und dazu müssen wir jetzt erstmal das alte Radio ausbauen. Dann werden wir auf alle Fälle, was heißt wir, ich, werde ich auf alle Fälle mal schauen, wie es mit der Belegung der Stecker aussieht, ob die übereinstimmt. Und wenn ja, dann rein damit. So, ich baue jetzt erstmal das Radio hier aus. So, schauen wir jetzt mal, beziehungsweise ich habe schon geschaut. Da oben sind die beiden Deckelchen, die hier auf der Seite, eins hier, so, jetzt müssen wir noch diese Entsperr-Spezialwerkzeuge da hineinstecken. Ist gerade der Schlüssel abgehauen. Und dann lässt das Radio nach vorne ziehen. So, gemacht. Also, und schon passiert. Ja, also gesagt, getan. Entriegelt ist es, wie ihr seht. Ich brauche es jetzt nur noch rauszuziehen. Und hier oben liegen die Entsperrteile. Wenn ihr ein Radio einbaut, tut die gut weg, aber nicht so wie ich, sondern so, dass er sie wieder findet. Aber ich habe so viele von den Dingern, ist also egal. So, wie geht das jetzt mit den Dienststeckern? Also Lautsprecher können wir uns schenken. Das scheint sowieso zu stimmen. Ich habe natürlich trotzdem mal drauf geschaut,
weil da hinten in dem Handbuch ist eine schöne große Tabelle hier unten. Da stehen sogar die Pins dran. Ihr müsst nur aufpassen. Das sind die Stecker vom Radio. Also immer genau den gegenüberliegenden Pin holen. Und ich habe es bereits geprüft. Geprüft, das wäre korrekt. Also die Belegung stimmt. Wie machen wir das hier? Man guckt hier, was das hier, zum Beispiel jetzt hier haben wir auf Pin 16 Masse. Da gehen wir mal auf Pin 16, das ist der hier, schwarz, also Masse. Ist übrigens hier beschriftet, der Stecker bei mir. Ist also gar kein Problem, das Ganze zu verfolgen. Der nächste ist offen. Schauen wir mal, was das wäre. Das wäre, das wäre 15. Das haben wir hier. Illuminate, nanu. Ich sehe, ah ja, das ist ja genau umgekehrt. Das ist ja hier, das ist ja die Radiobelegung. Stimmt. Jetzt kommt gerade ein Anruf. So, da bin ich wieder. War nur ein Anruf auf dem Handy. Und da ich am Handy filme, ist das immer ein bisschen tricksy-bixy, für da rauszukommen. So, jetzt schauen wir mal. Also nochmal. Der nächste, das wäre Illumination, also die Beleuchtung. Der ist bei mir hier nicht angeschlossen. Warum? Weil das normalerweise der CAN-Bus automatisch regelt. Und weil es an dem letzten Radio sowieso nicht allzu viel zu beleuchten gab. Und das hat dann halt immer gebrannt. Das kann jeder machen, wie er will. Natürlich auch anschließen. Ich habe hier diesen CAN-Bus-Decoder dazwischen, der die Spannungen generiert. Ich werde das jetzt noch ein bisschen aufräumen hier. Und dann wird das Radio angeschlossen. Also die Stecker passen von der Belegung 1A. Sogar, was sogar passt, ist die Handbremse, die stimmt, ist auch dran. Und natürlich auch das Rückfahrsignal von der Kamera, damit das Radio automatisch umschaltet. Jetzt muss ich nur mal sehen, die Belegung stimmt, wo ich das hier versteckt habe, dieses Signal. Weil das muss ich ja ans Radio nochmal anschließen. So, ich mache dann alles soweit fertig. Und wenn ich dann soweit bin, melde ich mich wieder. So, das Radio ist drin, angeschlossen, bis auf die Rückfahrkamera. Da ist leider der Stecker kaputt. Den muss ich abzwicken und einen neuen montieren. Das dauert aber ein paar Tage, denn ich habe keine mehr. Ich muss mir erst welche besorgen. Aber das Radio ist drin. Ihr seht, bei mir passt es nicht. Warum? Ganz einfach, weil dieses obere Teil hier zu weit hinausragt über den Dienstschacht. Wenn das nach unten wäre, wäre es kein Problem. Ihr seht, da unten ist nichts, gar nichts. Aber da müsst ihr sie auf den Kopf stellen. Aber es ist ja nur ein Versuch. Also wenn ihr Interesse an so einem Radio habt, achtet darauf, dass es auch in den Schacht hineinpasst. Es fehlt noch so ein halber Zentimeter. Hier auf der Seite kann man es sehen. Hier sieht man auch, dass der Rest des Rahmens, wo einer der Nutzer gedacht hat, das wäre doch ein für einen Doppeldien. Aber es ist schmäler als Doppeldien. Müsste noch ein bisschen höher sein. Wie gesagt, wenn das bei mir umgekehrt wäre, es gibt diese, solche Radios natürlich auch, die nach unten weghängen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Aber jetzt kommt es zu dem eigentlichen, funktioniert das Ding? Ich schalte mal die Zündung ein. Moment, ich brauche Schlüssel. So, die Tür ist schon ganz nass, denn die steht auf und es regnet wieder. Die Zündung ist an, ich mache es auch wieder aus. Geht alles an hier. Oh! Es war natürlich schon eingeschaltet. Ich habe schon den Sender gespeichert, um zu sehen, dass Dauerbluss und Zündungsbluss übereinstimmen. Und was soll ich sagen? Machen wir leise, sonst gibt es Ärger. Ganz aus. Dann weiß ich auch die Funktion um diesen. Kommen wir später zu. So, das Ganze funktioniert. Ihr habt die Musik kurz gehört. Die habe ich hier eingespielt. Ganz, ganz kurz natürlich nur. So, also Radio funktioniert bereits. Mal sehen, wie das funktioniert. Hier ist zurück. Aha, hier sind wir im Menü.
Sieht ganz schnuckelig aus. Ihr seht hier, oh, das ist gar nicht so einfach, die Kamera so halten. Ihr seht hier, lesen könnt ihr ja selber. Settings, schon mal sagen, was da so geht. Oh, ich muss das hier in die andere Hand nehmen. Gucken wir mal. Englisch, oh ja. Oh, hier ist sogar Deutsch dabei, ich fasse es nicht. Sprache, Audioeinstellungen, Radiobereich, Zeit, General und Steuern. Das Ding bezahlt meine Steuern. Schön wär's. Nee, das ist hier ein Komfortlenkrad, also ein Lenkrad mit der Fernbedienung. Das kann man dann mit anschließen, da ist ja noch ein Kabel frei. Ja, sieht relativ einfach aus, funktioniert aber. Ordner, das wird es wahrscheinlich sein für irgendwelche Dateien. Da kann man ja noch ein USB und ein Ladekabel anschließen, hier oben drüber. Und hier noch ein SD-Karten-Slot. Die Uhrzeit muss noch gestellt werden. Was kann das Ding? Also wie es aussieht, ja, das, was es versprochen hat. Kabel und so ein Schnickschnack, das geht natürlich nicht. Das Handy werde ich mal noch verbinden. Mal schauen, was dann passiert. Ob das Ganze dann explodiert. Hier seht ihr die Farben, die wechseln. Ich denke mal, da kann man eine konstante Farbe einstellen, denn das Wechseln, das nervt. Zumindest mich. So, dann probiere ich mal, ob ich alles eingestellt bekomme oder ob es noch Probleme gibt und dann melde ich mich gleich wieder. So, alles eingestellt bis aufs Handy. Das muss ich jetzt gleich noch machen. Und dann mache ich mal eine Probefahrt und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. Was ich jetzt schon gemerkt habe, das Display reagiert ein bisschen träge. Das dauert dann teilweise eine Minute, bis da was passiert. Aber es funktioniert irgendwann. Ja, das Gerät ist also schon billig, sage ich mal. Aber es geht. Frage ist halt, wie lange. So, ich hoffe, der Regen, der draußen aufs Dach trommelt, stört euch nicht zu sehr. Ich habe das jetzt ausprobiert mit dem Bluetooth. Verbunden ist es. Was nicht funktioniert, ist das Übertragen des Telefonbuchs, obwohl ich es im Telefon bestätigt habe, dass er das darf. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, ihr seht, passiert eigentlich gar nichts. Also die Freistelleinrichtung, zumindest mit meinem neuen iPhone, funktioniert nicht. Wenn ihr jetzt von Hand wählt, funktioniert es. Kann man anrufen, man wird auch verstanden. Ich habe jetzt das Mikrofon meiner Freischalteinrichtung, das befindet sich ja hier vorne links, also da unten, verbunden. Es funktioniert, naja, also auf einer Skala von Schulnoten von 1 bis 6 würde ich sagen eine 3 minus. Aber für das Geld, okay. So, ansonsten funktioniert alles. USB muss ich noch ausprobieren, das probiere ich auch noch gleich. Falls das nicht funktionieren sollte, dann hört ihr noch mal was von mir. Falls das Video hier endet, dann war es das erstmal von mir für euch mit diesem Radio von Temu. Naja, einen Reinfall kann man nicht sagen, aber so toll ist es nicht. Ihr seht jetzt auch hier das Hauptmenü, die Uhrzeit, alles hat funktioniert. Donnerstag steht hier, stimmt auch, ist heute. Ja, wie gesagt, das funktioniert, passt allerdings nicht in mein Auto. Also passt darauf auf, dass ihr oben genügend Platz habt. Das Display würde sowieso jetzt die komplette Lüftungsbedienung und die Umluftklappe blockieren. Insofern würde ich es eh nicht drin lassen, es hat auch keinen DAB. Also für mich eh keine Frage. Es war mal ein Versuch. Okay, soweit funktioniert's. Das war's jetzt von mir für euch. Und jetzt endgültig. Tschüss!